Hallo miteinander, da ist wieder die Ruth Achillier. Und wenn du heute wissen möchtest, was ich dir versprochen habe, was dann Heißhunger, Vitalstoffe, Stoffwechsel mit deiner Life-Work-Balance zu tun hat, dann bleib dran. Und nicht vergessen, Link, ein Daumen nach oben, ein Herzchen, damit andere diesen Beitrag auch sehen können. Und heute habe ich mir ein paar Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse. Weil ich wäre ganz ein schlechter Coach, wenn ich nur auf mein Wissen, wie man zum Beispiel ein Time-Management macht, wie man einfach Projekte leiten kann, wie man eine Standpunktanalyse macht, wie ich dir Barsbehandlungen gebe, wenn ich die Ernährung und alles, was zusammenhängt, außer Acht lassen würde. Und zwar, wenn du jetzt dir ganz ehrlich eine Frage beantworten muss, dann mal kurz hinhören und dann sagen, okay, wie viel Kaffee habe ich heute Morgen schon getrunken? Wie viele Energietränke habe ich zu mir genommen? Wie viele Attacken hatte ich zum Beispiel für Süßes, weil früh morgens schon der Zuckerspiegel da unten ist? Nichts von alledem? Super. Nur ich weiß aus Erfahrung, dass manchmal bekommt man so Attacken auf irgendetwas. Ich möchte dir ein paar Beispiele sagen, vor allem erstmal Süßes. Das hatte ich gestern schon gesagt, das Süße, das ist wirklich das, wenn der Zuckerspiegel ganz nach unten geht. Dann wird man so müde, man hat keine Energie mehr. Die Raucher gehen dann raus, rauchen eins, hat auch einen ähnlichen Effekt. Aber es ist dann halt schon so, dass Zinkmangel und das Vitamin B6. Und diese beiden sind ja zwar ein Tröster, wie wir hier in der Schweiz so schön sagen, wenn du zum Beispiel schlechte Laune hast, ein bisschen deprimiert bist oder so, dass man dann Schokolade nimmt. Weil Zink und B6 ist das, was du eigentlich brauchst, dann jeder braucht das. Weil das Glückshormon Serotonin entsteht nicht ohne das. Und dann gibt das so ein Hochgefühl und dann kann man wieder. Und übrigens habt ihr gesehen, heute ist ein bisschen kühler als gestern. Und so, by the way, da diese wunderschönen Orchideen da hinten, die sind vom Hans-Peter, vom Orchideenparadies hier ganz in der Nähe von Kloten. Und zurück zum Süßen. Was du auch machen kannst, Süßes, okay, eine Auster, das würde diese ganze Zink und das B6 würde das den ganzen Tag über, würde dir das helfen. Nur außer zum frühen Morgen, ich weiß nicht so, ich liebe das, alles was da kreucht und fleucht, aus dem Meer kommt, aber eine Auster, nein. Nüsse sind auch sehr gut, oder die Cashewnüsse vor allem und Sonnenblumenkernen. Also tu dir doch mal so etwas auf den Tisch stellen. Über die Energietrinke habe ich gestern schon gesagt, da muss ich nichts mehr drüber verlieren. Nicht wirklich gesund. Dann ist auch so, dass du vielleicht oft so auf Salat oder Beeren irgendwelche so Gelüste hast. Das ist alles okay. Meist Vitamin C Bedarf, wenn man solche Gelüste hat. Dann, wenn es dir geht wie mir früher, bevor ich diese Nahrungsergänzung genommen habe, ich konnte nicht zum Frühstück irgendwelche Früchte essen, irgendwas Süßliches und nachher nicht darüber eine halbe Stunde später ein Stück Fleisch. Fleisch ist nicht zu verteufeln. Fleisch ist der Eisenlieferant und ohne diesen Eisenlieferant geht der Sauerstoff nicht ins Blut. Und was das macht mit dem Stoffwechsel, wenn das zu wenig Sauerstoff kommt, muss ich auch nicht weiter erzählen, oder? Man kann aber selbstverständlich für solche Leute, die kein Fleisch essen, bitte Hülsenfrüchte, Haferflocken haben auch diese Wirkung. Wurstwaren, meist sehr fettig, davon würde ich abraten. Also nicht jetzt am Mittag irgendwelche Wurst schnell vom Stand. Vielleicht nicht so gut. Ab und an, okay. Dann habe ich ja gesagt, was hat Burnout, also die Prävention für Burnout damit zu tun? Wenn etwas fehlt,
Zum Beispiel viele Leute, die in Burnout reinlaufen, die haben dann erstmal Einschlafschwierigkeiten, dann haben sie Durchschlafschwierigkeiten, dann haben sie Aufstehschwierigkeiten, also es wird immer mehr. Wenn du aber nachts zum Beispiel eine Attacke hast auf Banane, Banane ist förderlich für deinen Schlaf. Das heißt, es heizt die Melatoninproduktion an. Wenn du so ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten hast, ein bisschen müde bist, eine Banane hilft. Hilft aber auch schlafen und beruhigen. Und warum man in den Schweizer Schulen nicht will, dass Kinder Banane zum Znüni mitnehmen, wenn sie dann zappeln, würde besser Banane essen, anstatt Ritalin geben, oder? Das war jetzt ich ganz pragmatisch gefragt. Okay, was haben wir da noch so für Gelüste? Die Gelüste sind dann Nüsse, Vollkorn, Tomaten. Das ist wieder Zink und B6. Zink, B6, Glückshormon, Serotonin, alles wunderbar. Kann man locker nehmen. Alles in Maßen, ist ja wie klar, oder? Sorry. Wenn du jedoch Gelüste hast auf Leber, Butter, Chips und so, da wird es ein bisschen schwieriger. Wir brauchen zwar das Vitamin, also wie soll ich sagen, nein, wenn du Muskelkrämpfe hast zum Beispiel oder Kopfschmerzen, wovon dir meine Assistentin ein Lied singen kann, dann ist der Mangel an Vitamin, also das Natrium, das an Vitamin D, B1 und was, B6. Und wenn man dann so diese Chips vor dem Fernseher oder auf dem Bürotisch, rate ich dir wirklich ab. Oliven hingegen würden dich auch mit all diesen Salzen, die wir brauchen, versorgen. Leber hat nicht jeder gerne oder mag es nicht essen, weil er gar kein Fleisch isst, aber Sauerkraut, das wäre zum Beispiel auch was. Und Sauerkraut kann man wunderbar auch zu Fisch, wie die das im Elsass machen, einfach nicht zu viel Rahm reinschütten, aber das schmeckt wunderbar und wirklich total. Gut, und jetzt brauchen wir einen Schluck Wasser. Sorry. Ihr seht, ich bin wirklich live. Und was hat dann das jetzt alles mit dem Stoffwechsel zu tun? Gestern habe ich es anhand eines Autos erklärt, wenn irgendein Teil nicht gut ist, das heißt, wenn es eben verklebt ist, wie die Kerze im Auto, oder wenn das Auto einen Platten hat, was der Kollege gerade aus Südamerika berichtet hat. 2,80 Franken hat er für die Reparatur bezahlt, musste aber ganz schön weit gehen. Das heißt, es ist wurscht, wenn das Auto, ob das 200.000 gekostet hat oder 10.000, wenn der Reifen platt ist, fährt es einfach nicht mehr wirklich. Danach vielleicht bis zur nächsten Haltestelle und dann hast du aber noch die Achse gebrochen oder sonst irgendwas. Und so ist es einfach in unserem Körper auch. Unsere Zellen, habe ich im letzten Video erwähnt, 80 bis 100 Billionen. Eben gezählt hat es niemand. Aber ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie wenn du von deinem Ausweis, also von deinem Pass, eine Kopie machst. Und dann machst du eine Kopie von der Kopie und wieder eine Kopie von der Kopie und nochmal eine Kopie von der Kopie. Irgendwann ist das einfach nicht mehr lesbar. Und wenn du gesund bleiben willst, gesund alt, 120 Jahre alt werden willst, dann empfehle ich dir wirklich, dass du Vitamin- und Vitalstoffe nimmst. Und diese stellen wir morgen, also am 8. August, stellen wir dir diese vor. Und nicht, weil es keine anderen gäbe, aber du weißt, wie das ist. Du stehst im Geschäft und da hast du wirklich vor lauter Bäumen siehst du den Wald nicht mehr. Und jetzt, bitteschön, ein Daumen nach oben, das war der Zusammenhang, was es heißt, ein Burnout vorbeugen. Mit ein paar Hinweisen auf Heißhunger und jetzt wünsche ich dir einen guten Appetit und bitte melde dich, wenn du morgen dabei sein willst. Okay, schönen Tag und tschüss.